Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute öffnen wir die Katapultra, Kollektion, sage ich mal. Katapultra Prime. Auf jeden Fall aus dem 25 Jahre Jubiläum Set Celebrations. Ich freue mich auf jedes Opening von diesem Set. Die Karten da drin sind einfach voll cool. Und ja, ich bekomme die Box gerade sehr schlecht auf. Leute, schaut euch das mal an. Das ist irgendwie so Plastik, sage ich mal. Sieht man das? Ja. Auf jeden Fall, ich mache die jetzt mal schnell auf. Auf jeden Fall, die Katapult-Box ist eigentlich eine ganz gute Box. Da ist so ein kleines Heftchen mit dabei, zeige ich euch aber gleich besser. Eine sehr coole Coin. Drei Booster, zweimal Celebrations und einmal Farbenstock. Lege ich kurz hier. Dann hier die Promo. Den Code zeige ich euch natürlich gleich. Katapultra Prime, sehr, sehr cool. Ich kann mich nicht genau erinnern, aus welchem Set die Prime-Karten kommen. Also schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn ihr es auch wisst. Dann haben wir hier so einen kleinen Binder. Und hier wird dann noch erklärt, wie die Idee zu den Prime-Karten kam oder sowas. Weiß nicht genau. Hier ist dann der Code. Und dann ist hier eine sehr coole Coin mit einem Pikachu drauf. Dann haben wir hier so einen kleinen, Album, sage ich mal, für die Karten. Vier Karten passen auf jede Seite rein. Ziemlich cool. Und hier, wie gesagt, die Promokarte, die mir eigentlich auch ganz gut gefällt. Und hier jetzt die Packs. Wir haben einmal Farbenstock und zweimal Celebrations. Wir fangen an mit Farbenstock und machen ein Skibidi-Pack. Oh mein Gott, Leute, wir haben irgendeine Full Art. Oh mein Gott! Leute! Ich kann den Namen nicht aussprechen, aber trotzdem. Wir ziehen einfach eine Full Art aus einem Farmshock-Pack. Wie gut sind diese Boxen? Wie gut! Oh mein Gott! Und die hatte ich noch nicht. Das ist auf jeden Fall so cool. Einfach hier eine Full Art ziehen. Schaut euch die Karte einfach mal an. Auf jeden Fall weiter geht's hier mit Celebrations. Ich hoffe, wir ziehen natürlich Reprint-Karten. Die gefallen mir einfach so gut. Ich lege die Karten mal schnell auf den Binder. Dann fangen wir mit einem Dialga an. Ein Xerneas. Oh Leute! Bisaflor und dahinter! Sie haben das Pikachu! Was ist hier los? Leute, Bisaflor, Reprint! Oh mein Gott, und das ist einfach hier wie in den Full Arts. Oh mein Gott, Leute! Es gibt davon nur drei Karten, und zwar so Glurak, Bisaflor und Turtwurk. Und wir ziehen jetzt hier einfach das Bisaflor. Und dahinter einfach noch Surfen das Pikachu. Oh mein Gott, Leute. Ich liebe diese Serie. Natürlich gibt es noch mehr Holokarten, aber ich meinte halt die drei Starter. Aber Leute, oh mein Gott. Celebrations ist einfach so ein gutes Set. Lege ich auch hier noch dazu. Weiter mit dem nächsten Pack. Aber Leute, einfach hier, ein Bisaflor gezogen. Was ziehen wir jetzt? Yveltal. Ludia. Nein, Leute! Dunkles Gyarados. Und dahinter noch Samazenta. Leute, dunkles Gyarados aus irgendeinem Rocket Set. Einfach noch so eine Holo. Oh mein Gott, Leute. Ist in jedem Pack eine Holo? Ich glaube aber nicht, dass in jedem Pack so eine Holo oder eine V ist.
Aber Leute, wie viel Glück haben wir? Oh mein Gott, ich kann's nicht fassen. Einfach hier so eine coole Karte, dunkles Gyarados und dahinter noch ein Zamazenta V. Aber ich bin völlig zufrieden mit der Ausbeute. Wir hatten einfach nur tolle Karten. Das Gyarados fand ich am coolsten, um genau zu sein, ja. Aber ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.